Moin zu Soul Calibur 6. Wir haben ja schon eine Menge abgeschlossen, wie ihr seht. Da haben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, ja. 7 Charaktere haben wir jetzt noch. Wahnsinn, aber es macht schon Spaß. Also ich habe das ja auch früher auch gerne bei Soul Calibur 4 gemacht. Und das ist immer sehr interessant. Natürlich ist es immer so ein bisschen so zu wünschen übrig, wie es ja sonst bei Soul Calibur 4 war. Fand ich auf jeden Fall auch ganz cool, wo ihm halt die Cutscenes da geredet hatten. Also die Charaktere halt. Das fand ich eigentlich auch immer sehr, sehr cool. Gucken wir einfach mal. Wie war es bei Soul Calibur 4? Ich schau mal ganz kurz. Also es ist auf jeden Fall lange her, dass ich sowas hier mal noch Erinnerung habe mit der Story. Genau, da war das ja früher in so Cinematics. Genau, sowas kannte ich ja. Das fand ich früher eigentlich ganz cool hier, so mit diesen Cinematics. Wenn ich mir das nochmal angucke, da war... Ja gut, okay, wir hatten auch noch hier so mit Text gehabt am Anfang. Ich finde das nicht schlecht, dass sie das so ein bisschen jetzt so gemacht hatten mit den Artwork, so ein bisschen so mäßig, ne? Finde ich jetzt so nicht schlecht, aber so Cinematics wäre ja schon ganz cool, wenn sie das wieder sonst machen würden, so wie auch vielleicht im nächsten Teil mit 7, aber das wird wohl erstmal dauern. Aber auf jeden Fall eine coole Sache, dass sie nochmal wieder Soul Calibur 6 rausgebracht haben, weil 5er war ja nicht so der Bringer und ja, ich finde das eigentlich ganz cool, dass es das wieder so ein bisschen so wieder in Richtung 4er etwas gegangen ist, was. So, jetzt haben wir hier Cervantes. Aus einem einzigen Funken. Cervantes de Leon was a pirate captain who struck fear in the hearts of all who sailed the Atlantic. The moment he laid hands on Soul Edge, its overwhelming power transformed him into a terrible fiend. However, two great powers opposed him: the holy warrior Sophitia, blessed by the gods, and Taki, a demon-hunting ninja. Together they defeated Cervantes, destroying part of the sword in the process. Consumed in hellfire, Cervantes's body was reduced to ash. Though it appeared his ambitions had thus come to an end, it was not to be. Oh, 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 der ist sehr warnt ist. That man's over there again. Looks kind of difficult to approach. What's he doing? Just staring at that shipwreck? Hey, I'd steer clear of him if I were you. Pirates used to hang out around there. It's got quite a history. So, it's a pirate ship? Ah! The Adrian. For the longest time, I have been lost in thought. I no longer know who I am. I've forgotten something important. Yes, that's it. Ja, der hat ein Schwert und ein Revolverschwert, also Art Dual Blade. Oh, die fand ich auch schon früher sehr, sehr cool bei Soul Calibur. Rückkehr des Piratenkönigs. Trotz der gewaltigen Macht seiner Seele fand Cervantes es schwierig, seine ganze Stärke zurückzugewinnen, als er ins Leben zurückgerufen worden war. In einer stürmischen Nacht wurde er von einem alten Mitglied der Gruppe angegriffen, das einen Groll gegen ihn hegte.
I never thought for a moment you'd actually be here, Captain. I mean, Captain Cervantes. Ah. Right. That's my name. Cervantes. What do you mean? BBD? Adrian? The Black Tail Inn? Ring any bells? Cut the small talk. Sounds like you're asking for a fight. Well, here I am. You do know how to use that sword, don't ya? Yeah, of course I do. Ja, wenn er das schafft. Dann Glückwunsch. Oh. Ich denke mal, morgen werde ich schon mit den ganzen Story-Parts soweit durch sein. Also sprich also von den Geschichten der Charakteren von Soul Calibur. Ich werde dann auch noch den nächsten ein bisschen mehr widmen zu den eigenen Charakter-Story. Das wird auf jeden Fall den nächsten auch nochmal weitergehen. Also ich habe eigentlich vor, jetzt heute einen Story-Part noch rauszuhauen für den Abend. Damit ihr Bescheid wisst, es werden jetzt soweit erstmal nur Story-Parts zu den Charakteren hier kommen. Und dann heute Abend dann nochmal sonst hier für die eigene Charakter-Story. Und dann für morgen nochmal eine Doppelfolge, wenn wir dann auch noch hinterher fertig sind mit den ganzen Charakter-Stories. Aber schaut euch auf jeden Fall heute Abend dann die eigene Charakter-Story Gameplay an, weil da werde ich nochmal das zeigen mit Tobi. Als DLC-Charakter. So eine Art Kollaboration mit eigener Stage und so weiter, das werde ich auch nochmal alles da nochmal zeigen. Guckt euch auf jeden Fall sonst an. Also heute Abend bei einer Gameplay Part zu der eigenen Story mit der Waage und dann eben halt auch nochmal für morgen wieder die Doppelfolgen, da auch nochmal das zu zeigen. Cervantes. Steal and then murder. No, please! Okay, now this next question is real important. Was I the type of guy to show benevolence towards someone begging for their life? Wow. Kurzen Prozess. Von verfluchtem Schwert geblendet. Obwohl Cervantes seine verlorenen Erinnerungen allmählich zurückgewann, verbrachte er mehr Zeit damit, über das Gefühl von Soul Edge in seiner Hand nachzudenken, als über seine Zeit als Pirat. Wieder stand sein Verstand unter dem Bann von Soul Edge. Oh. Fragments of Soul Edge are buried in my flesh. The blade, when it shattered, its power is the only reason I'm not a pile of ash right now. Still, it's not enough. This power, this weapon, neither compare to when Soul Edge belonged to me. Soul Edge, I'll make you mine again, no matter what it takes. Wertfragmente.
Cervantes konnte spüren, dass die Scherbe von Sword Edge so machtvoll war wie eh und je. Doch wenn das Ergreifen des Schwertes bedeutete, dass er die Kontrolle über seinen Verstand erneut aufgeben musste, wäre alles umsonst gewesen. There were two. One must still remain. I feel it. Soul Edge exists, and it's not far. But even if I get my hands on it, none of it will matter if I'm reduced to a mere puppet again. I shall become Soul Edge's master. To do that, I need much more power. Okay, let's go. Die Soldaten. Aber jetzt haben wir wieder hier den alten Cervantes. Nice. Now to take your soul. Yes. Yes. The more souls I claim, the more my power returns. But it's not enough. I need more than worthless fools. I feel as though I'm forgetting something important. My memory has yet to fully return. There's something I'm missing. Sehr, sehr cool. Ernte zäher Seelen. Am wirkvollsten würde er seine Macht zurückgewinnen können, indem er die zähesten aller Seelen raubte. Und nach Cervantes Erfahrung gab es keine zähere Seele als die eines Piraten, der seine Erfahrung auf rauer See gesammelt hatte. Mit diesen Gedanken begab er sich an die Küste Nordeuropas. Wondering who dare pick a fight with us. You really come here alone? What? Want to get your hands on our plunder? Your plunder means nothing. I came for your souls. Wow. Geht's auch schon wieder zur Sache. Let's go. Piraten gegen Piraten. Hey,
Bring out! Yay, 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 yay! Ach ja, und außerdem schaut heute Abend auch noch, wenn ihm halt Story Part rauskommt, mit To Be Trailer inbegriffen, dann guckt auf jeden Fall auch noch zu dem Multiplayer Gameplay zu Sofitia an hier von Rangliste. Da würde ich mich auch drüber euren Feedback freuen. Also es wird nicht nur Story Gameplay zu den Charakteren hier geben, die jetzt in der Zeit hochgeladen werden, sondern natürlich auch zu der eigenen Story und natürlich auch zu den Multiplayer. Das will ich auch noch nebenbei geben. Also wird auf jeden Fall noch in der Zeit noch eine Menge Soul Calibur 6 Input kommen. Neben natürlich auch Warriors Orochi 4 und anderen Spielen nebenbei. As my power returns, so do these blasted memories. Damn this! Triste Erinnerung. Cervantes suchte Seelen mit der Leidenschaft eines Mannes, der sich von schmerzlichen Erinnerungen zu befreien versuchte. Er erinnerte sich an seine Konfrontation mit der heiligen Kriegerin Sophitia und beschloss, ihre griechische Heimat zu besuchen. Die Waifu, die ist so süß, die Sophitia. Ich finde auch ihr Kampfstil ganz cool auch. Eine süße Maus. Speak! Who are you? Judging by your arms and armor, you're a guardian, aren't you? Be gone, wretch, before you defile this sanctuary! While I'm here, I may as well help myself. Er macht jetzt Jagd auf die Kämpfer, die ihn plagten. Let's go. Sieht witzig aus. Schade. Want to see hell? Ja. Das war's mit seiner ach so tolle Rüstung. Nein! Kriegst du einen Ring out? If I struck now, the holy warriors stand no chance. Still, without Soul Edge. Ah, what is happening? Soul Edge. This pain that courses through me. It's the same pain
I felt when Soul Edge was shattered. Could it be? I remember. Yes, yes. The child of the cursed sword. A spare vessel. I did something. What was it? Ein leeres Gefäß. Cervantes stand kurz davor, sich an etwas Bedeutsames zu erinnern, doch seine Erinnerung ließ ihn immer noch im Stich. Um mehr herauszufinden, beschloss er, den Ort aufzusuchen, an dem die Aura von Soul Edge plötzlich verschwunden war: Schloss Ostrheinburg. Empty. Ja, das gute alte Schloss, ne? Soul Edge was here. Of that I'm certain. This remaining fragment. There is no doubt it belongs to Soul Edge. Even a single fragment contains so much power. I remember everything. The child of the cursed sword. My daughter was to be used as a spare vessel for Soul Edge. How much worth must such a fine soul have? If I could fuse the power of the shard with her soul, then perhaps Soul Edge would be reborn. Someone approaches. Could it be my child in the flesh? What fortuitous timing! Ah, yeah. Wiedersehen der Familie. Unter der Herrschaft des verfluchten Schwertes wurde für alle Fälle ein sogenanntes leeres Gefäß, ein Erbe des Schwertes, erschaffen. Dieses Gefäß war Ivy, Cervantes Tochter. Auf verfluchter Erde traten sie sich zu ihrer schicksalhaften Wiedervereinigung gegenüber. I never thought you'd soil this place with your presence. It's been too long, oh daughter of mine. It has, but I'm not here to catch up. I'm here to send you back to hell! Also wurde nichts mit Sophie Tia und ist dann wieder zu Ostrheinburg gegangen, um jetzt seine Tochter... Also kann man also doch nicht zu Ende. Also es ging so viel hier. Okay, gut. Egal, wir sind jetzt hier bei unserer Tochter. Der Ursprung von Cervantes, wo alles begann mit Soul Edge und die Vereinigung dieser Macht. Beide haben ja dieses verfluchte Schwertkraft. Da ähneln sie sich schon in gewissermaßen. Aber dass auch mal böse und böse kämpfen tut. Schade. Na komm, mein Liebes. Mach es, Mädchen. Ha ha!
Oh, schade. Ah. Das wäre so schön gewesen noch. Komm schon, Baby. Lass mir doch den Spaß. Alter, kniet sie sich auch nicht. Wollte sie eigentlich abknallen. Jetzt. Oh, danke schön. Danke schön dafür. Your words. Only then will I claim it and resurrect Soul Edge. When Soul Edge is mine again, the great pirate Captain Cervantes will be back with a vengeance. The names of the warriors whose fates were bound to the two swords have been etched into the very fibers of history. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass er noch gegen Sophitia und Taki kämpfen will. Aber gut, am Ende haben wir doch gegen die Tochter gekämpft noch einmal. Hat sich nicht als wirklich bewiesen für Cervantes. Ja, mal gucken. So, ich danke euch fürs Zuschauen hier und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dann heute Abend auch nochmal vorbeischauen würdet hier zu den weiteren Gameplays, zu der Story. Da werden wir hier Azeroth und Nightmare machen. Und morgen werden wir... Azeroth, genau. Dann haben wir noch Voldo, Yoshimitsu, Raphael, Sasamil und Geralt. Den Hexer, der ja auch jetzt dazu kam. Ja, und dann haben wir noch hinterher noch Siegfried. Also das wird dann eben halt hinterher auch noch kommen. Ich werde jetzt mal schauen. Ich habe das alles so eingeplant. Das ist für 9, 12, 15. Ja, genau. Das wird jetzt auch noch für 18 Uhr hier die Gameplays kommen. Dann 21 Uhr wird dann eben halt Story-Gameplay und Multiplayer-Gameplay kommen. Zu Soul Calibur 6 und dann werden wir morgen dann noch werden wir morgen noch das hier machen. Yoshimitsu, dann Sasamil und Raphael und dann werden wir wohl ab Mittag, Nachmittag wohl fertig sein mit Geralt und dann halt auch hinterher, wenn das dann freigeschaltet wird, mit Siegfried. Ja, dann hätten wir soweit hier alles durch und dann kommt wieder abends nochmal zu unserer Story Gameplay, sogar zwei Parts von Story Gameplay zu Soul Calibur 6. Ja, und wenn ihr noch gerne andere Videos anschauen wollt, könnt ihr das auch noch gerne machen. Das steht euch natürlich frei. Ich wollte es soweit erstmal hier raushauen, damit wir erstmal soweit fertig sind und ja, gut an Gameplays haben von Soul Calibur 6. Ich danke auf jeden Fall an der Stelle fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr nachher nochmal weiter vorbeischauen würdet zu Soul Calibur 6, falls ihr das natürlich interessiert. Das biete ich alles jetzt hier nur quasi an, weil es ja bei Soul Calibur 4 auch sehr gut lief und Leute, die gerne zugeschaut haben, würde ich mich auch hier weiterhin über euren Support freuen, also zu diesem Teil hier. Gut Leute, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein.